Bei RFH. Hilft Vanessa. Hunderte Teilnehmer bei Typisierungsaktion in Wernigerode. Die dritten offenen Sportspiele für Menschen mit Behinderung im FSZ in Halberstadt. Der Lux im Harz. Auf den Spuren von Europas größter Wildkatze. Mit Vollspeed übers Wasser. Rennbootpilot Mario Alex aus Dessau im Porträt. RFH. Einfach näher dran. Hilft Vanessa. Hunderte Teilnehmer bei Typisierungsaktion in Wernigerode. Es ist Sonntag und die Sonne scheint über der bunten Stadt am Harz. Aber anstatt auf der breiten Straße ein Eis zu essen oder im Lustgarten die Seele baumeln zu lassen, zieht es hunderte Freiwillige ins HKK, weil sie helfen wollen. Mit einem groß angelegten Hilferuf hatte sich die Familie der 26-jährigen Vanessa aus Wernigerode an die Öffentlichkeit gewandt. Im August bekam die junge Medizinerin die schreckliche Diagnose Blutkrebs. Es war dann am 12.8. so, dass wir bei uns zu Hause eine kleine Feier geplant hatten mit ein paar Freunden und waren gerade am Essen machen für unsere Freunde. Und da war es halt so, dass sie wieder Kopfschmerzen bekommen hat und es war ihr schwindelig und müde. Und dann habe ich gesagt, jetzt ist Feierabend hier und wir fahren jetzt ins Krankenhaus, weil wenn da irgendwie später was rauskommt, dann mache ich mir halt ewig Vorwürfe. Und dann sind wir ins Krankenhaus gefahren. Da sie halt da arbeitet, ging das auch alles relativ fix, kam gleich ein Neurologe, hat sich das angeguckt und hat gesagt, ja, das ist wahrscheinlich einfach nur eine Migräne durch den ganzen Stress und die viele Arbeit und alles. Und eine Schwester hat vorher aber zufällig Blut abgenommen und dabei hat sich dann herausgestellt bei der Auswertung, dass ihre Leukozytenzahl bei 45.000 ist. Das ist ein Entzündungswert im Blut. Und da sie natürlich ein bisschen medizinisches Background hat, wusste sie in dem Moment schon, dass irgendwas nicht in Ordnung ist. Dann ist sie halt am 12.8. noch gleich da geblieben, stationär in der MHH in Hannover. Und die ganzen Ärzte haben uns aber am Anfang so ein bisschen die Angst genommen, haben gesagt, ja, das ist wahrscheinlich nichts Schlimmes, ist wahrscheinlich nur eine Infektionskrankheit oder sowas in der Richtung. Und am 12.8. oder am 14.8., den Montag dann, bin ich dann einmal kurz nach Hause gefahren aus dem Krankenhaus und habe ich einen Anruf bekommen von meiner Schwiegermutti. Ja, ich soll sofort zurückkommen ins Krankenhaus und es ist was Schlimmes passiert. Und dann bin ich halt wieder ins Krankenhaus gefahren und dann haben wir halt die Diagnose bekommen. Akute lymphoische Leukämie ist das. Das ist eigentlich eine Kinderkrankheit, die entweder halt bei Kleinkindern oder bei ganz alten Erwachsenen auftritt, also bei älteren Erwachsenen. Also es ist untypisch, dass jemand mit Mitte 25 sowas bekommt. Und es ist halt auch irgendwie so eine Sache, man versteht halt auch nicht genau, warum sie überhaupt. Ne? Sie lebt gesund, nie geraucht, nie getrunken, immer viel am Arbeiten gewesen und nur darauf bedacht, anderen Leuten zu helfen. Und jetzt ist es halt so, dass sie halt Hilfe braucht. Und diese Hilfe bekommt sie. Schon am Vormittag, zu Beginn der Typisierung, bilden sich teils lange Warteschlangen vor dem Eingang des HKK, erinnert sich Rebecca Mbaldanum von der DKMS. Volles Haus hier in Wernigerode im HKK. Wir sind sehr zufrieden. Also es gab einen guten Ansturm heute Morgen zur Eröffnung um 11 Uhr. Die Aktion geht noch bis 16 Uhr. Jetzt 15 Uhr haben wir schon über 1260 Spender und das ist grandios. Also so viele potenzielle Lebensretter. Wahnsinn, was Wernigerode auf die Beine gestellt hat. Der unangenehme Pieks mit der Nadel und der Anblick des eigenen Bluts sind nicht jedermanns Sache. Trotzdem lassen die freiwilligen Spender das Prozedere, das aus mehreren Stationen besteht, artig über sich ergehen. Und hat's wehgetan? Nein. Nein. Warum haben Sie sich heute nicht lieber in den Park gesetzt bei dem schönen Wetter, sondern sind hierher gekommen? Ja, weil das wichtig ist. Das Leben rettet. Weil ich der lieben Dame helfen möchte. Daher bin ich hier mit meiner Familie. Nicht nur beim Blut, auch finanziell kann sich die Spendenbereitschaft in Wernigerode sehen lassen. Das ist auch dringend nötig, denn neben all der karitativen und ehrenamtlichen Arbeit fallen bei einer solchen Typisierungsaktion auch Kosten an. Eine Registrierung kostet 40 Euro, weil das Datenmaterial muss untersucht werden, die Probe muss ins Labor geschickt werden, auf die Gewebemerkmale bestimmt werden und das kostet 40 Euro. Und die DKMS ist eine gemeinnützige Organisation und ist auf Spendengelder angewiesen und die Spendenbereitschaft ist hier grandios. Also volle Spendenboxen und wir sind überwältigt. So hilft jeder, wo er kann. Freiwillige, Freunde und Familienmitglieder sorgen dafür, dass alles reibungslos abläuft. Und auch Vanessas Ehemann Marco hilft kräftig mit. Bis 16 Uhr wurde fleißig geholfen und gespendet. Wie oft erleben Sie das, dass das solche Ausmaße und solchen Zuspruch erlebt wie hier in Wernigerode? Das
erleben wir schon das ein oder andere Mal. Es kommt natürlich immer auch darauf an, wie im Vorfeld Werbung gemacht worden ist. Da hat die Initiativgruppe Helf Vanessa rund um ja, die Patientin ganze tolle Arbeit geleistet. Familie, Freunde, alle haben hier 4 Wochen neben der Arbeit ehrenamtlich gearbeitet, den ganzen Ort plakatiert, Facebook gemacht, Firmen angeschrieben. Großartig, aber das ist schon eine besondere Leistung. Insgesamt 1731 Freiwillige haben bis zum Ende der Aktion ihre Chance genutzt, sich zu engagieren und Hilfe zu leisten. Für Vanessa und alle anderen Betroffenen. Mit über 4,5 Millionen gelisteten Spendern ist Deutschland weltweite Nummer 1 bei der Zahl der freiwillig Typisierten. Im letzten Auswärtsspiel beim Tabellenschlusslicht aus Halle wurde Germania seiner Favoritenrolle gerecht und fuhr am Ende mit 2:0 und 3 Punkten wieder zurück in den Harz. Für die Tore sorgten Tommy Müller in der 28. Minute und Benjamin Bolze kurz vor der Halbzeit. Durch den 3. Sieg in Folge klettert die Petersen-Elf in dieser Saison erstmals nach ganz oben in der Tabelle und liegt dank dem besseren Torverhältnis knapp vor Rudolstadt und Merseburg auf dem 1. Rang. Im Spitzenspiel unter Flutlicht geht es am Freitag dann gegen den zuletzt schwächelnden FC International Leipzig. Natürlich will Germania den positiven Trend fortsetzen und sich mit einem weiteren Dreier an der Tabellenspitze festsetzen. Der Anstoß erfolgt um 19 Uhr. Die Spiele von Germania Halberstadt werden Ihnen präsentiert von den Halberstadtwerken. Goethe war am Stubenberg, Bismarck besuchte ihn und haben Sie schon die gutbürgerliche Küche kennengelernt? Die immer frisch zubereiteten saisonalen Gerichte probiert, die Gastfreundschaft und natürlich die herrliche Aussicht genossen? Reise-, Wander- und Bikergruppen finden im Restaurant oder Biergarten immer ein gemütliches Plätzchen. Und Familienfeiern werden garantiert festlich gestaltet. Das Team vom Hotel Stubenberg erwartet auch Sie. Wochentags ab 15 Uhr und an den Wochenenden ab 11.30 Uhr. Frisches Design aus Frankreich für den Harz. Der Citroën C4 Cactus mit Airbump-Technologie. Ein Kompakt-SUV mit Persönlichkeit, voll moderner und nützlicher Technologie und Motoren der neuesten Generation. Lernen Sie das innovative Fahrzeug bei einer Probefahrt kennen. Das Team Konrad im neuen Citroën Autohaus in Quedlinburg, Bicklingsbach 4, präsentiert Ihnen auch gern die weiteren Modelle von Citroën und bietet Ihnen besten Rundumservice zu attraktiven Konditionen. Le Car, le Caractère. Citroën. Yippie, yippie, yippie! Einigkeit und Recht auf Shopping. Möbel Müller öffnet zum Tag der Deutschen Einheit seine Türen. Von 10 bis 18 Uhr heißt es stöbern, shoppen und in Erinnerungen schwelgen. Denn auch das DDR-Museum in der 6. Etage freut sich auf zahlreiche Besucher. Möbel Müller in Thale bringt tolle Möbel und Küchen. Yippie! Erleben Sie bei Schubinski innovative Produkte für höchste Ansprüche und Technik und Lösungen mit Leidenschaft. EP Media Park Schubinski. Mein Service macht den Unterschied. Jetzt die neue Generation des Fernseherlebnisses für zu Hause zum überzeugenden Preis. Marktleiter Manuel Vogt empfiehlt den Samsung 49 Zoll Smart TV mit 4K Ultra HD fähigen Curved Display und Quad-Core Prozessor sowie Soundbar mit Subwoofer im Set für 1099 Euro oder mit 0% Finanzierung bei 10-monatiger Laufzeit. Lassen Sie sich zu diesen Angeboten gern bei uns beraten. AOK-Versicherte haben's besser, denn sie zahlen weniger. Jetzt zur günstigen Krankenversicherung aus Sachsen-Anhalt wechseln. Nähere Informationen erhalten Sie unter www.besserhaben.de. AOK, die Gesundheitskasse. Stadtwerke Blankenburg, Kompetenz vor Ort. Wir bieten Ihnen einen ausgezeichneten Kundenservice mit informativer und individueller Beratung. Machen uns mit erneuerbaren und alternativen Energien stark für den Klimaschutz und engagieren uns für die Menschen in der Region. Stadtwerke Blankenburg, Ihr Partner vor Ort. Alle Infos unter sw-blankenburg.de. Die dritten offenen Sportspiele für Menschen mit Behinderung im Freizeit- und Sportzentrum in Halberstadt.
Circa 300 ehrgeizige Athleten stellen hier im Halberstädter Freizeit- und Sportzentrum ihr Können bei den offenen Sportspielen für Menschen mit geistiger Behinderung unter Beweis. Der landesweite Wettbewerb wird in den Sportarten Fußball, Leichtathletik, Tischtennis, Schwimmen und Floorball ausgetragen. Keiner schenkt sich was an dem heutigen Tag. Jeder will die erhoffte Medaille nach Hause bringen und alles geben, was in ihm steckt. Für Außenstehende ist dabei kaum erkennbar, dass es sich hier um Menschen mit Beeinträchtigung handelt. Sichtlich beeindruckt von den Leistungen der Athleten sind nicht nur die Zuschauer, sondern auch Sachsen-Anhalts Innenminister Holger Stahlknecht. Er besitzt die Ehre, den Siegern die Medaille zu übergeben. Also ich habe beim Kugelstoßen zugeguckt und da war richtig Bums dahinter. Da habe ich ein Donnerwetter. Und man sieht auch die Motivation beim Tischtennis geguckt. Nicht? Also jeder Ball wird gefeiert, der ein Punkt ist. Und auch hier Floorball. Also es ist eine super Atmosphäre und schön, dass es das dritte Mal jetzt schon stattfindet. Und das wird nicht das letzte Mal gewesen sein. Es ist ja dann auch schon eine Ehre, den Leuten auch die Goldmedaille umhängen zu dürfen. Ausgesprochen gerne mache ich das. Und es ist auch eine Ehre für den Minister, dass man das hier machen darf. Ich danke Herrn Liesner und allen Ehrenamtlichen, die das hier wirklich ermöglichen. Es ist ein Stück Menschlichkeit, was hier über Halberstadt schwebt. Und das ist eine tolle Sache. Und das finden auch die Sportler und Sportlerinnen. So gut wie jedem steht hier die Freude am Sport ins Gesicht geschrieben. Wenn dann noch ein Platz auf dem Siegerpodest erreicht wird, ist bei manchen die Freude nicht mehr zu bremsen. Auch bei den Tischtennisspielerinnen gibt es stolze Sieger. Einen zweiten Platz. Hier einen zweiten Platz. War es schwer? Nö, es ging. Einmal habe ich nicht gewonnen und dann habe ich nochmal gespielt, habe ich das Spiel gewonnen. Ich bin schon 65. Ich spiele immer noch Tisch, das lässt man nicht entgehen. Welche Bewegung müssen wir haben? In Leinstedt spielen wir immer, Donnerstag spielen wir da immer. In der Werkstatt. Um 3 haben wir Feierabend, dann gehen wir in den Turnraum, tun die Tischtennisplatten aufstellen und dann spielen wir da. Und dann geht's los. Dann geht's ab. Damit der Tischtennisball so gekonnt von Seite zu Seite fliegt, ist einiges Training notwendig. Für den heutigen Tag wurde sich gut vorbereitet und gemeinsam mit Kollegen und Freunden trainiert. Einmal, also donnerstags und in der Freizeit spiele ich dann auch öfters Tischtennis. Um einen fairen Wettkampf zu garantieren, ist ein aufmerksamer Schiedsrichter notwendig. Deshalb ist der Förderschullehrer Wolfgang Hamann vor Ort. Er leitet das Turnier und ist selbst erfahrener Tischtennisspieler. Ich selbst spiele schon über 40 Jahre lang Tischtennis, bin aktiv beim TTC Ilsenburg und dort auch Vereinsvorsitzender und war überrascht heute auch über die Qualität der Spiele. Also es waren alles gelernte Tischtennisspieler, die heute hier waren und das war doch recht hohes Niveau und hat mir total Spaß gemacht und würde also nächstes Jahr auch gerne wieder eine Einladung bekommen. War es wirklich so schön und so toll und wie war das mit der Sportfairness unter den Teilnehmern? Ja, also ich brauchte überhaupt nicht eingreifen. Und die Regeln waren bekannt und ich hatte auch in den Betreuern Helfer gehabt und ich hatte auch extra die Zählgeräte mitgebracht, damit auch optisch das Ergebnis immer gleich zu sehen war. Und das lief also ganz toll. Also war ein absolut erfolgreicher Tag heute. Ja. Der bleibt auf jeden Fall auch in meiner Erinnerung. Vor allem auch bei den Athleten wird dieser Tag nicht in Vergessenheit geraten. Egal ob Erster, Zweiter oder Dritter, das Wichtigste ist der Spaß und das gemeinsame Erlebnis im Freizeit- und Sportzentrum in Halberstadt. Der Lux im Harz. Auf den Spuren von Europas größter Wildkatze. Wer sich über die vom Aussterben bedrohte Katze informieren möchte, ist im Besucherzentrum in Bad Harzburg an der richtigen Adresse. Das Haus der Natur bietet mit seiner interaktiven Erlebnisausstellung auf rund 400 Quadratmetern Informationen rund um die Pflanzen- und Tierwelt des Harzwaldes. Erleben Sie die Natur mit allen Sinnen. Hören Sie das Röhren des Hirsches.
ertasten Sie Gegenstände, lernen Sie Hölzer unterscheiden. Stellen Sie Ihr Wissen unter Beweis und schauen Sie in Deutschlands größtem Ameisenformikarium den fleißigen Tieren bei der Futtersuche oder beim Nestbau zu. Sie erfahren hier auch das Neueste zum Lux-Projekt des Nationalparks. Filme und Anschauungstafeln informieren Sie über die Lebensgewohnheiten der größten Wildkatze Europas. Wer einen lebenden Lux sehen möchte, kann zum Gehege an der Rabenklippe wandern oder einen Teil der Strecke mit der Burgbergseilbahn zurücklegen. Von April bis November fährt auch ein Bus direkt von Bad Harzburg zu den Rabenklippen. In der Nationalparkgaststätte mit dem herrlichen Ausblick können Sie sich stärken, bevor Sie dann mittwochs oder samstags jeweils um 14.30 Uhr an der Schaufütterung der Luchse teilnehmen. Das Luchsgehege wurde aus dem einfachen Grund angelegt, um den Menschen hier im Harz und Harzer Umgebung die Angst zu nehmen vor dem Luchs. Wir Menschen haben die Eigenschaft, was wir nicht kennen, schützen wir auch nicht. Und was wir kennen, das schützen wir. Und durch dieses Gehege haben viele Menschen hier im Harz den Luchs kennengelernt und mittlerweile ist er im Harz ein Sympathieträger geworden. Wer bewohnt das Gehege und woher kommen die Luchse? Das sind jetzt einmal Ellen und Alice, die kommen aus München-Gladbach. Der Paul kommt aus Bielefeld. Dann ist die Pamina als Handaufzucht hier. Und der Tamino kommt aus Finnland ab und war ursprünglich vorgesehen für das Lux-Auswilderungsprojekt. Allerdings im Auswilderungsgehege hat sich herausgestellt, dass er dafür nicht geeignet ist. Und aus diesem einfachen Grund kam er dann hierher. 200 bis 400 Schaulustige stehen dicht gedrängt hinter der Absperrung, wenn Ralf Wojtisek über die Luchse erzählt und dann in die Kiste greift, um sogenanntes Fallwild zum Verfüttern ins Gehege wirft. Das ist das Wild, was vom Auto totgefahren worden ist oder Wild, was von der Jagd nicht verkauft werden kann. Und wenn das nicht ausreicht, wird eben noch Rindfleisch dazu gefüttert. Am Gehege erhalten die Besucher zahlreiche Informationen über die Luchse und können die Tiere aus nächster Nähe betrachten. Viele von ihnen haben noch nie Europas größter Wildkatze so in die Augen geschaut. Also ich finde es eher süß und ich fand es auch interessant, weil man es halt sowas halt nicht jeden Tag sieht. Also ich hatte die schon mal im Zoo gesehen und ich habe jetzt dazugelernt, wo die herkommen, wie die leben. Also ich fand es sehr spannend, so zu sehen, wie die sich so annähern an Menschen und so. Also ich fand es echt gut. Hier sind die Luchse hinter Gittern. Dank des im Jahr 2000 erfolgreich gestarteten Luchsprojektes wurde Europas größte Raubkatze gezielt in den Harzer Wäldern ausgewildert. Es hat sich seit dem Jahr 2000 eine ganze Menge getan. Damals wurde tatsächlich der erste Luchs im Harz nach 200-jähriger Abwesenheit hier ausgewildert. Insgesamt sind 24 Luchse bis zum Jahr 2006 in die Freiheit entlassen worden. Und daraus hat sich eine wirklich vitale Luchspopulation hier in unserem Mittelgebirge gebildet, die seit dem Jahr 2002 auch jährlich Nachwuchs produziert. Und ja, der Harz ist der Ursprung der Luchse, aber nicht mehr die alleinige Heimat, denn mittlerweile sind die Tiere tatsächlich rausgegangen aus dem Mittelgebirge, haben sich Lebensräume erobert, die zum Teil weit außerhalb des Mittelgebirges liegen. Also kann man sagen, das Luchsprojekt Harz ist bis zu diesem Zeitpunkt ein voller Erfolg und wir hoffen, dass es so weitergeht und der Luchs vielleicht auch noch Anschluss findet an andere Luchsvorkommen, die es ja durchaus in Deutschland gibt. Sei es der Bayerische Wald oder, wie jetzt gerade begründet, eine neue Population im Pfälzerwald. Luchse sind seltene und nachtaktive Tiere und so kaum in der freien Natur vom Menschen zu beobachten. Wir machen sogar ein sehr intensives Fotofallenmonitoring. Was heißt das? Wir
wollen tatsächlich wissen, wie viele Luchse gibt es eigentlich im Harz. Und daher platzieren wir ganz systematisch Kameras, automatische Kameras im Wald in relativ großer Stückzahl. Wir haben dann in der Regel so 60 bis 70 Kameras im Einsatz. Und damit fotografieren wir tatsächlich Luchse, auch andere Tiere, aber eben Luchse. Wir können die Tiere anhand ihrer Feldzeichnung voneinander unterscheiden und haben damit beste Möglichkeiten, mittels statistischer Verfahren die Anzahl der Tiere hier im Mittelgebirge zu bestimmen. 40 bis 50 ausgewachsene Luchse leben zurzeit im Harz und viel mehr werden es wahrscheinlich auch nicht werden. Seit einigen Jahren wird beobachtet, dass im Harz geborene Luchse später abwandern und sich andere Gebiete erschließen. Der Luchs ist zurück. Er ist in den Harzer Wäldern wieder heimisch geworden. Veranstaltung im Harz. Manege frei heißt es vom 30. September bis 3. Oktober in Staßfurt. Der Zirkus Afrika ist zu Gast und nimmt Sie mit auf eine atemberaubende Reise ins Traumland. Erleben Sie Spitzenakrobaten in märchenhaften Kostümen und einmalige Tierpräsentationen in gleich mehreren Vorstellungen auf dem Neumarkt. Mit dabei sind unter anderem das Märchen aus Tausend und einer Nacht, die Hohe Schule der Pferdekunst, Seiltänzerin Ashley, Stars auf vier Pfoten bei der Hunderevue, lustige Clowns und natürlich die Wappentiere des Hauses in einer gigantischen Elefantenherde. Freuen Sie sich am Donnerstag auf den großen Familientag mit vielen Überraschungen und besonders günstigen Preisen sowie auf den Kindermitmachtag am Freitagnachmittag. Kommen Sie vorbei und lassen Sie sich verzaubern von einer sensationellen Zirkusshow der Extraklasse. Ein Erlebnis für die ganze Familie. Die Hochschule Harz lädt zur nächsten Generationenhochschule ein. Experten aus den verschiedensten Gebieten sprechen über die spannenden Themen des Alltags. Die Teilnahme an den Präsentationen ist wie immer kostenfrei. Voranmeldung bitte unter www.generationhochschule.de oder www.hs-harz.de. Jetzt Tickets sichern für die Silvesterkonzerte des Philharmonischen Kammerorchesters Wernigerode. Lassen Sie das Jahr 2016 mit einem musikalischen Feuerwerk zu Ende gehen. Gemeinsam mit seinem Ensemble sorgt Musikdirektor Christian Fitzner mit Sopranistin Viktoria K. aus Wien und Bariton Dietmar Sander aus Hannover für einen beschwingten und spritzigen Jahresausklang. Tickets für die Konzerte am 30. und 31. Dezember erhalten Sie an allen bekannten Vorverkaufsstellen. Gehen Sie auf Zeitreise in Thale. Das DDR-Museum zeigt 40 Jahre DDR-Geschichte. Möbel, Technik, Bücher und Einrichtungsgegenstände, mit denen viele Erinnerungen verbunden sind. Das einzigartige DDR-Museum bei Möbel Müller in Thale ist montags bis samstags für Sie geöffnet. Ein toller Tipp für die ganze Familie. Das ist Mario Alex. Der 42-jährige Dessauer ist in seiner Heimatstadt selbstständig als Bauingenieur tätig. Mit dem Herrichten von Wohnungen und dem späteren Vermieten verdient er sein Geld. Geld kann der 1,68 Meter große Mann immer gut gebrauchen, denn er hat ein nicht allzu alltägliches Hobby. Ja. Seit etwa 4 Jahren ist der Rennsportfan mit 170 Sachen auf dem Wasser zu finden. Mario Alex fährt Motorbootrennen in der 250 Kubikzentimeter Klasse. Vor der Zeit des Wasserrennsports hat sich der Oldtimer-Fan allerdings einem anderen Hobby verschrieben. Ja, also ich bin als Jugendlicher Mopedrennen gefahren. Relativ 10 Jahre lang. Davon habe ich 5 Jahre lang die Rennszene da beherrscht. In Rallye Montelou hatte ich da damals gewonnen.
Und dann bin ich halt Sandbahnrennen gefahren mit dieser Maschine hier. Und da war ich halt auch sehr erfolgreich. Und einige Freunde von mir kamen dann auf die Idee, willst du nicht mal Motorboot, Rennsport betreiben? Und wir hatten dann das Angebot von einem deutschen Motorenhersteller, der einen Testfahrer suchte für seine neu entwickelten Motoren. Und wir brauchten also nur noch ein Boot kaufen, was dann relativ schnell gemacht war. Und dann ging es im ersten Jahr los. Nachdem Mario als Einzelkämpfer, ohne große Unterstützung von außen, überraschend einen dritten Platz in der Europameisterschaftsserie der Formel 250 erreichen konnte, kam ein italienisches Rennboot-Werksteam auf ihn zu und bot einen Einjahresvertrag an. Aber warum? Weil das eigentlich eine große Chance ist für mich, in so einem großen Team dort mitzumachen und dort die Erfahrung zu sammeln oder zu nutzen. In diesen alten Hasen, die dann doch da schon große Erfahrungen haben, die wir nicht haben. Die an ihn gestellten Erwartungen konnte er bisher gut erfüllen. Einen dritten Platz in der Weltmeisterschaft der Viertel-Liter-Klasse konnte Alex erreichen. Grund genug für das Werksteam, ihn auch in der 350er-Klasse zur Weltmeisterschaft einzusetzen. Nun ging es in die Vorbereitungen, denn Rennbootpiloten müssen den verschiedensten Belastungen standhalten. So wirken extreme Kräfte auf den Körper. Um fit zu sein, muss auch Alex Sport treiben. Im Sportstudio trainiert er für die Kraft, auf der Laufstrecke für die Kondition. Sind diese Aufgaben erledigt, kommt die Technik an die Reihe. Sein Flitzer benötigt besondere Aufmerksamkeit. Dazu stehen 2 bis 3 Mechaniker zur Seite. Bootsrumpf und Motor sind italienische Fabrikate und müssen immer wieder sorgfältig gewartet und instand gesetzt werden. Also schon sehr wichtig, da ohne meine Mechaniker würde ich das alles gar nicht machen können. Die bereiten das Boot vor, die bereiten den Motor vor. Es hängt unterm Strich auch sogar mein Leben daran, an der Arbeit von diesen Leuten. Und da bin ich auch schon sehr dankbar, dass ich diese Leute habe. Anfang September zog es Mario Alex in das tschechische Jedovnice, eine kleine Stadt im Südosten Tschechiens mit 2700 Einwohnern und bekannt in der Rennsportszene. Seit 5 Jahrzehnten werden hier Rennen gefahren. Auch Mario schätzt die Strecke als schwierig ein, haben hier bereits 3 Rennfahrer ihr Leben verloren. Viel Zeit, um darüber nachzudenken, bleibt nicht, denn das Training steht an. Hier müssen Propeller und Setup für die Rennläufe gefunden werden. Die Sicherheitsausrüstung angelegt, Sturzhelm auf und dann schiebt der Zweizylinder-Zweitakt-Boxermotor mit seinen 130 bis 150 PS das Rennboot übers Wasser. Die Crew an Land schaut sich die Fahrlage an. Mario checkt während der Fahrt die Instrumente und pilotiert das 220 Kilogramm Gespann über den Kurs. 1 bis 2 Runden, dann ist der Spuk auch schon wieder vorbei. Absprache mit den Mechanikern. Ein anderer Propeller muss es richten, die Zeiten sind noch nicht zufriedenstellend. Dann ist das Training vorbei. Mario mit einem Fazit und einem Ausblick. Ich bin recht zufrieden. Wir haben einige Propeller durchprobiert. Die Trimmung, also die Einstellung vom Boot muss noch verfeinert werden. Aber ich denke, soweit war das Training erstmal ganz gut. Der erste von 4 Läufen geht gründlich schief. Nach verpatztem Start reicht es für das Boot mit der Startnummer 13 nur zu Rang 11. Da muss mehr gehen. Eilig kommt das Boot in die Box. Die Telemetrie wird ausgelesen und am Motor gearbeitet. Am Sonntag stehen die nächsten 3 Läufe auf dem Programm. Hier kann sich Mario deutlich steigern. Trotz durch einen Wasserschlag zerstörten Helmvisiers schafft Mario es auf den 5. Platz. Auch der 3. Lauf zeigt, dass der Dessauer die Wildcard vom Team nicht ohne Grund bekommen hat. Während Mario alles auf dem Wasser gibt, kann die Crew nur zuschauen und von Land aus nicht eingreifen. Als 4. beendet Mario den Rennlauf. Der letzte Lauf steht an. Von Platz 4 aus startet er in das finale Rennen. Die Mechaniker sind hochkonzentriert und liefern einen super guten Start. Auch Mario gibt sein Bestes und fährt auf einen hervorragenden 3. Platz. Am Ende reicht es für den Sachsen-Anhalter zu einem hervorragenden 5. Platz in der weltbesten Gesamtwertung. Sein Teamkollege Massimo Rossi aus Italien holt sich die WM-Krone. Für den Bauingenieur Mario Alex aber eine tolle Erfahrung, die er so einschätzt. Ich bin schon sehr zufrieden. Speziell gute Steigung von gestern zu heute. Ja, wir hatten zum Anfang einige Probleme mit der Einstellerei. Wir sind ja mehr oder weniger ins kalte Wasser geworfen worden.
ohne große Möglichkeiten zum Training zuvor, und dafür ist es eigentlich wunderbar gelaufen. Wir haben ständig dran gearbeitet, die Mechaniker haben wunderbar funktioniert, das Team stand immer mit Rat und Tat zur Seite, also es war eine super Steigerung. Zu Hause angekommen, wird das Material schnell ausgepackt und das Wochenende in der Crew ausgewertet. Und am Montag geht es wieder auf die Baustelle, denn das Geld für das Hobby Motorbootrennsport muss ja irgendwie verdient werden. Das Halberstädter Küchenstudio mit dem besonderen Service. Individuelle Beratung, professionelle Planung, zuverlässige Montage. Ihr Küchentraum wird Wirklichkeit. Das Küchenstudio Spiegelstraße präsentiert Ihnen die Veranstaltungstipps. Heute Abend um 19 Uhr können Sie im Heine Arnum in Halberstadt Interessantes erfahren. Wildkatzenforschung im Ostharz, Einblicke in ein verstecktes Leben lautet das Thema der Abendveranstaltung. Die Leseratte liest morgen um 16 Uhr aus dem Buch Madita vor. Kinder ab 5 Jahren sind recht herzlich mit ihren Eltern und Großeltern in die Halberstädter Stadtbibliothek Heinrich Heine eingeladen. Der Eintritt ist frei. Zum Tag der Deutschen Einheit werden wieder zahlreiche Oldtimer-Fahrzeuge in Benneckenstein am Ostdeutschen Fahrzeug- und Technikmuseum erwartet. Von 9 bis 17 Uhr werden die historischen Räder und PKWs zu sehen sein. Für die kleinen Gäste gibt es Ponyreiten und Kinderschminken. Prävent pur von Foxy Moon. Denn Vorbeugen ist die bessere Medizin. Gnobi Vital, altbewährt und hilfreich. Ich komme auch so aus einer Generation, wo man noch gemeint hat, man kann mit Pillen alles heilen. Und jetzt ist die Tendenz einfach, dass man erkennt, die Natur, die kann uns so viel geben und dann brauche ich die Chemie nicht. Die wertvollen Inhaltsstoffe des Knoblauchs, vereint mit den Wirkstoffen aus Aronia-Beere, Weißdorn oder Ingwer. 2 in 1. Erhält Ihre Herzfunktion. Bleiben Sie fit bis ins hohe Alter. Gnobi Vital. Gesundheit ist unser höchstes Gut. Wir trinken sie jeden Abend, weil es wirklich hilft. Erhältlich in Apotheken und Reformhäusern. Sie suchen eine neue Herausforderung und finden einfach nichts Passendes? Dann hat die Agentur für Arbeit sicher auch für Sie genau das Richtige. Wenn Sie sich für eine der ausgeschriebenen Stellen interessieren, dann nichts wie ran ans Telefon. Alle Angebote im Überblick finden Sie auch im RAV Teletext ab Seite 301. Pläne. Angewandte Moderne in Sachsen-Anhalt in der Zeit von 1919 bis 1933. Ein Ausstellungsprojekt der Stiftung Bauhaus Dessau im Verbund mit Ausstellungen in Halle, Magdeburg, Merseburg, Leuna, Elbingerode und Quedlinburg. Entdecken Sie Erfinder, Architekten, Bauwerke und Produkte und ihre weltweite Wirkung in Gegenwart und Zukunft. Von Gertrud Arndt bis Bruno Taut, von Hugo Junkers bis Max Falier. Das ganze Programm finden Sie unter www.große-pläne.de.